Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video möchte ich euch die Medius AG präsentieren. Das ist ein deutscher Nebenwert im Gesundheitssektor, also eine defensive Branche, die aber trotzdem eine ordentliche Wachstumsgeschichte hingelegt hat. Und die Aktie ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht so teuer. Deswegen dieses Video, aber wie immer der Hinweis vorweg, das ist natürlich keine Empfehlung oder Anlageberatung. Und ich bin indirekt über ein Wikifolio hier investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Was macht die Medius? Die Marke wird jetzt normalen Kunden nicht bekannt sein. Die haben eigentlich zwei, vielleicht in Zukunft auch drei Geschäftsbereiche. Das erste sehen wir hier, das ist eigentlich eine Arzneimittelversorgung. Also das ist der Großhandel von Medikamenten für chronisch kranke Leute, also Krebs, also jetzt nicht irgendwie Husten, an Apotheken. Ist natürlich jetzt nicht super spannend, sind die Margen auch nicht so hoch, aber Apotheken selber können da nicht viel verdienen, ist sehr, sehr reguliert. Wenn sie da international agieren und manchmal mit den Pharmafirmen verhandeln, gibt es da gewisse Größenvorteile, vor allem wenn man es ein bisschen digitaler macht, auch mit den Bestellungen. Das ist aber so ein solides Geschäft, aber vielleicht auch, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, natürlich auch defensiv, ja, weil da geht es nicht runter in der Wirtschaftskrise. Das zweite ist margenträchtiger, das ist die patientenindividuelle Therapie. Ja, also wenn ihr jetzt irgendeine sehr, sehr schwere Krankheit habt, da gibt es dann nicht irgendwelche fertigen Pillen, sondern da müssen die oft dann frisch gemischt werden, sage ich mal. Die sind auch sehr, sehr teuer. Das können Apotheken rein theoretisch machen, aber das sind halt dann oft Firmen, die halt ein, zwei Apotheken haben. Das muss sehr, sehr rein sein, da dürfen natürlich keine Verunreinigungen sein und da geht der Trend halt eher zu größeren Anbietern. Sowas ist halt Medius und da gibt es auch noch weitere Trends, wie das sogenannte Blistering, dass man irgendwie kleinere Packungen hat, dass es weniger, sag ich mal, Überreste gibt, weil wenn man so eine große Packung, also Medikamente können sehr, sehr teuer sein, aufmacht, ja, dann schlägt das Medikament nicht an, dann muss der Rest weggeschmissen werden. Das ist natürlich alles sehr, sehr auch reguliert. Aktie war früher mir sehr, sehr teuer dafür, dass sie vor allem Großhändler war, aber sie haben eigentlich geliefert, ist auch, kommen auch dazu, Halbgründer geführt und das KGV aufs nächste Jahr ist jetzt hier, wenn die Schätzungen so stimmen, um die 12, dazu auch noch fast 100 Millionen Netto-Cash. Ja, aktuell um die 70, es ist aber schon 20% der Market Cap, also das wäre dann bereinigt sogar ein fast einstelliges KGV. Das ist natürlich schon attraktiv, das war früher auch mal bei Börsengang 30 oder 40, klar, Wachstum kam ein bisschen runter, aber wenn wir es auch so vom Chart uns irgendwie anschauen, über die letzten 5 Jahre, also es gibt eine gewisse Unterstützung so bei 14 Euro, vielleicht heilt es auch bei 15 Euro, die Aktie stand halt auch schon mal bei 40 Euro und ist definitiv auch eher eine Qualitätsaktie in Deutschland, wo wir ja nicht so viele haben und das ist natürlich schon viel, minus 60%, zeigt aber auch den Status von Nebenwerten aktuell. Ja, das sieht man ja oft gar nicht so im Index, aber viele Aktien sind extrem stark runtergekommen, die ein bisschen kleiner sind. Unterm SDAX-Niveau ist wirklich extrem. Und das natürlich als aktiver Investor einerseits, vielleicht wenn man investiert ist, natürlich schmerzhaft kurzfristig, aber auch eine Chance. Und dazu gibt es auch noch weiteres Upside-Potenzial. Wir haben zum Beispiel eine digitale Plattform für Versorgungsmanagement. Das ist ja auch immer noch sehr, sehr analog. Sie wollen sich internationalisieren und da kann man noch viel machen. Aktuell sind sie eher so in der Konsolidierung, das, wie gesagt, das solide Basisgeschäft. Bei den Spezialpharma, da kaufen sie auch zu und dann gibt es das dritte vielleicht noch Services, auch was natürlich auch ein weiterer Trend sein wird. mRNA, also das Thema personalisierte Medizin, da könnten sie dann auch eine Rolle spielen. Die muss natürlich dann lokal gefertigt werden. Das könnten sie dann zusammen mit Pharmafirmen machen. Hier sehen wir nochmal, also 95% der Umsätze, das ist die Investorenpräsentation vom Kapitalmarkttag, ist ein Tick älter, ist dieser Großhandel. Allerdings die Margen in dem anderen Segment sind 3- oder 4-mal höher. Ja, da machen 21% des Umsatzes. Tun sich auf diese wirklich schlimmen Krankheiten fokussieren und auch die Standorte ein bisschen konzentrieren. Der Markt ist natürlich per se schon ein Wachstumsmarkt. Leute werden älter. Das ist natürlich auch ein Thema in Deutschland. Ist jetzt nicht gigantisch, aber da ist man relativ halt konjunkturunabhängig. Und sie sind auch nicht so klein. Also in Deutschland haben sie diesen Großhandel, einen Marktanteil von
9%. Das ist schon relativ viel. Bei den patientenspezifischen Therapien ist es deutlich niedriger und da können sie aber halt noch mehr wachsen. Aber das ist ein sehr fragmentierter Markt. Das ist dann schon etwas, was irgendwie relevant ist. Gerade wenn man dann noch die Internationalisierung dazu nimmt, gerade Deutschland ist der größte Markt, aber auch die anderen großen Länder bieten dann noch Potenzial und das ist natürlich der Trend, wenn man jetzt mal in Deutschland langsam dann an die Grenzen irgendwo stoßen würde, lohnt sich natürlich auch nicht immer alles zusammenzukaufen, man ist da bundesweit aktiv, dann geht der Schritt dahin und da klar man natürlich auch gewisse Vorteile, wenn es dann verschiedene Preise bei den Medikamenten gibt und sowas oder wenn in einem Land was fehlt. Das ist natürlich dann auch interessant. Hier ist auch nochmal das beeindruckende Umsatzwachstum, was natürlich auch durch Zukäufe zustande kam, aber trotzdem, ja, vor 8 Jahren war die Firma noch sehr, sehr klein. Jetzt macht man hier, geht man auf die 2 Milliarden, will man hier zugehen. Klar, ist oft Großhandel, aber es ist jetzt keine komplette Mini-Firma mehr vom Umsatzvolumen, auch von der Organisation. Hier wäre nochmal der Prozess erklärt von diesen personalisierte Medizin, dass sie halt dann da wirklich vor Ort halt das herstellen würden, wofür sie die Infrastruktur haben. Und das ist per se natürlich auch ein interessanter Wachstumsmarkt. Warum kam die Aktie jetzt runter? Ja, die letzten Halbjahreszahlen gab es auch eine Regulierung. Der Staat mischt damit auch bei der Preisbildung. Das EBITDA ist nicht mehr so stark angestiegen und trotzdem ist man immer noch umsatzseitig im Wachsen und das sollte dann nächstes Jahr dann auch wieder kommen. Deswegen, wir sehen hier, die Aktie hat es ins Wikifolio geschafft mit einer fundamentalen Beobachtungsposition mit Alpha-Idee, deswegen 1,5%. Warum Alpha? Weil ich halt glaube, diese Upside-Optionen mit individuellen Medikamenten, personalisierte Medizin, die digitale Plattform, Internationalisierung, Verblisterung, also dass man da einfach nochmal neue Services schaltet, ist nicht im Preis drin. Also wenn man das Cash mit reinreinigt, werden sie aktuell eigentlich wirklich nur wie ein Großhändler bewertet. Und ich sehe hier, auch wenn ein guter Teil des Geschäfts hier Großhändler ist, sehe ich halt doch ein KGV von 2021 hier angebracht. Und da gäbe es dann doch ein ordentliches Aufwärtspotenzial aufs nächste Jahr. Die Zahlen müssen natürlich so kommen, aber bei in dem Sektor soll es normalerweise nicht so von der Marktseite die ganz großen Überraschungen geben, vielleicht von der staatlichen Seite, aber generell helfen sie ja auch mit dabei, das Gesundheitssystem ein bisschen effizienter zu machen. Da hat man eher auch ein bisschen Rückendeckung. Der Gründer ist auch immer noch involviert und der CEO macht auch einen sehr, sehr unternehmerischen und hands-on-Eindruck, also auch von der Seite gute Noten, aber muss man natürlich abwarten, wie sie es schaffen. Sie haben, glaube ich, als Ziel in den nächsten 2 Jahren so 100 Millionen EBITDA zu machen. Ja, bei einer Marktkapitalisierung von 360 mit Netto-Cash scheint das wirklich nicht viel. Und das kann natürlich dann auch mal wieder entdeckt werden. Vielleicht zu einer Jahresendrallye, vielleicht wenn Nebenwerte wieder mehr laufen. Ich kann es nicht genau sagen, wann, aber aus rein fundamentaler Sicht sind diese Aktien jetzt sehr, sehr interessant und kann man natürlich auch mit dem Wikifolio Nebenwerte Europa abdecken. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken, Kanal beitreten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.